Auf Usedom entsteht an zwei Standorten eine Photovoltaikanlage auf ca. 26.000 Quadratmetern Dachfläche der Gut Thurbruch GmbH. Die sonst als Ställe für Kühe und Schweine genutzten Gebäude erfüllen damit einen weiteren Nutzen für den Eigentümer. Als Generalunternehmer baut die Sun Energy Europe die Anlage mit einer Leistung von 2,63 Megawatt Peak. Hier befinden wir uns auf dem Gelände einer ehemaligen LPG. Das ist mittlerweile ein Bio-Bauernhof, der nach einschlägigen Standards Rinder- und Schweinezucht betreibt. Auf den Dächern, die jetzt vor einigen Tagen fertig saniert wurden, haben wir den Plan, eine große Photovoltaikanlage mit 2,6 Megawatt Peak zu errichten. Um noch in den Genuss der derzeitigen Einspeisevergütung zu kommen, ist die Bauzeit für das Projekt begrenzt. In der Bauzeit sind wir natürlich beschränkt durch das Erneuerbare Energiengesetz. Zum 1.7. erwarten wir eine Absenkung von derzeit wahrscheinlich 3-6% in der Vergütung. Die Kalkulation der Anlage beläuft sich natürlich auf diesen Zeitpunkt. Insofern müssen wir bis zum 1.7. betriebsbereit sein. Wir sind sehr optimistisch, dass wir diesen Zeitpunkt auch halten können. Im ersten Schritt mussten die Dächer modernisiert werden, um den Anforderungen für eine Dachanlage zu entsprechen. Die Unterkonstruktion für die Module wurde von Sun Energy selbst entwickelt. Eine weitere Besonderheit an diesem Projekt ist, dass wir hier erstmalig unsere eigens entwickelte Unterkonstruktion einsetzen. Hat zum einen natürlich den Vorteil, dass wir etwas günstiger das Ganze realisieren können und gleichzeitig auch, dass wir in unserem Portfolio auch eine UK für weitere Projekte anbieten können, was sich natürlich als Systemhaus Sun Energy ganz gut macht. Es gibt da spezielle Feinheiten, dass wir geguckt haben, wo können wir auf Material verzichten, beziehungsweise wie kann man die Profilstärken etwas intelligenter bzw. effektiver gestalten und dadurch Material und auch Kosten einsparen. Bei der Wahl der Module hat man sich sowohl für chinesische Monokristallin als auch für eigene Polykristallin-Module entschieden. Der Hauptteil dieser 2,63 Megawatt Modulleistung wird über den chinesischen Hersteller Suntech abgedeckt, den größten Hersteller weltweit im letzten Jahr. Wir haben ein Einzeldach hier am Standort Katschum mit 130, 150 kW, die dann mit unserem eigenen Modul belegt wird, das Sun Energy Europe Modul. Aus verschiedenen Gründen haben wir hier die polykristalline Variante gewählt. Das hat auch mit der Auslastung der Dächer zu tun. Die Module haben verschiedene Größen und da müssen wir natürlich schauen, welches Modul hier am besten passt. Die Leistungsgarantie unterscheidet sich bei den unterschiedlichen Modulen nicht. Die Leistungsgarantie der Module ist sozusagen dieselbe. Sowohl beim Sun Energy Modul als auch beim Suntech Modul haben wir nach 10 Jahren 90% und nach 25 Jahren 80% der garantierten Leistung. Also der im Moment vorherrschende Standard bei der Garantie. Die zwei Standorte stellen unterschiedliche Anforderungen an die Wechselrichter. Deshalb werden verschiedene Systeme verbaut. Die Wechselrichtersysteme, die an den beiden Standorten verbaut wurden, da gibt es viele Gründe für die genaue Konfiguration. Im Wesentlichen hängt es damit zusammen, welche Passgenauigkeit optimal ist. Wir haben auf dem Labyrinth-Standort zwei 800er SMA-Zentralwechselrichter, die sich hier sehr gut angeboten haben. Also die Generatorleistung zur Wechselrichterleistung muss eben relativ optimal ausgelegt sein. Vorteil von einem Zentralwechselrichter ist letztendlich, dass man weniger Verkabelungsaufwand hat und das Ganze zentral umgewandelt wird in den Wechselstrom. Am Standort Katschow, hier haben wir eine etwas kleinteiligere Struktur. Hier arbeiten wir dann mit Refusol-String-Wechselrichtern, die sich hier aus Größengründen angeboten haben. Vorteil bei den String-Wechselrichtern ist die Eigenschaft, dass wir jedes Dach separat die Energie betrachten können. Wir haben hier verschiedene Dachausrichtungen, von daher würde es einige Verluste geben, das mit einem Zentralwechselrichter umzusetzen. Aufgrund der Projektgröße und des nicht ausgebauten Niederspannungsnetzes ist man gezwungen, direkt ins Mittelspannungsnetz einzuspeisen. Hier müssen wir an beiden Standorten nochmal einen Transformator einsetzen, der das Gesamtprojekt natürlich etwas teurer macht. Auf der anderen Seite ist es auch eine letztlich bessere Einspeisung, so will ich es mal nennen, weil man weniger Netzschwankungen und Netzausfälle hat, wenn man direkt in die Mittelspannung, sprich in die 20.000 Volt Leitung einspeist.
Nach Fertigstellung können durch die Anlage rund 2000 Personen mit Strom versorgt werden.